Servus und hallo, hier ist eure Anja von die Frauengrill und heute gibt es geniale Speckpuffer vom Grill. Die liegen natürlich auch in der Pfanne, am Herd, in der Küche. Viel Spaß bei diesem Video. Auf dieses Gericht sind der Kameramann und ich gekommen, weil es ist ein bisschen Knödelteig übrig geblieben und ich habe mir da, ich sage immer, Kartoffelpuffer für Arme oder ganz, ganz Faule, so kann man es vielleicht noch sagen, zubereitet. Und zwar nimmt man da einfach diesen Fertigknödelteig, ja, und dann rolle ich den immer so ein, dass ich so eine kompakte Wurst habe und schneide mir dann so dünne Scheibchen ab und die brate ich im heißen Öl raus. Ja, das sind ganz flotte Kartoffelpuffer. Nur so eine Idee, falls ihr da mal auf der Suche oder falls ihr mal schnelle zubereiten wollt. Naja, und dann hat der Kameramann gesagt, ja, gute Grundlage, aber das kann man noch pimpen. Und er hat recht. Und deswegen kommen hier noch Zutaten dazu und das Ganze wird schön eingerollt und dann aufgeschnitten und ja, herausgebraten. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, was da noch dazu kommt. Für die Füllung sozusagen dieser Bacon-Puffer, man könnte sie auch Schnecken nennen, kommen etwas Barbecue-Soße, eurer Wahl, feingehackte Zwiebeln, dann geriebener Käse oder fein gehackt und Bacon-Scheiben. Und ein bisschen Frischhaltefolie benötigt ihr noch. Und ein Messer und ein scharfes Messer und ein Brett braucht man auch noch. So. Und jetzt geht's los. Der Grill ist schon mal vorgeheizt. Schauen wir uns doch hier mal das Equipment an, das wir noch brauchen. Und zwar habe ich hier eine Plancha aufgelegt und die heizt gerade vor auf mittlere Temperaturen. Also nicht zu heiß arbeiten, aber gut vorheizen lassen. Und ein bisschen Rapsöl habe ich noch hier. Ihr könnt auch mit Butterschmalz arbeiten, wie ihr mögt. Und jetzt nehme ich da mal ein Stück Frischhaltefolie, weil diese Folie soll verhindern, dass mir der Knödelteig da auf meinem Brettl rumpippt. Ja. So. Kameramann, bist du sprachlos heute? Ja, vor allem, weil ich einen Fehler entdeckt habe. Was? Sicherheitsfehler, Sicherheitshinweis. Ja. Du hast da hinten eine Gasflasche stehen, die nicht in Betrieb ist und der rote Deckel fehlt. Ja. Das, wenn die Jungs und Mädels von Schar, die Kriegst du Damen und Ärger. Herren. Aber ansonsten bin ich bis jetzt zufrieden, habe nichts auszusetzen. Oh Gott. Okay. Dieser Knödelteig, der ist ja meistens schon, den findet man im Kühlregal, den kennt ihr doch in dieser Folie drin. Und der ist ja meistens schon so eckig, kommt der daher. Und den platziere ich mir jetzt auf der Folie und datsche ihn noch ein bisschen auseinander, damit die Fläche größer wird. Gell? Manche muss man vielleicht auch vorher noch ein bisschen durchkneten, damit sie homogener werden, aber der ist recht pappig und hat eine gute Konsistenz. An dieser Stelle könnten wir Ich vielleicht habe ich auch gerade dran gedacht. das Video verlinken, rechts Ja. oben, der große Knödelteig-Test, wo du auch mit einer, wie heißt die, Ziehharmonika Da auf spiele ich Deutsch, Quetschen, oder? genau. Quetsche. Ja, da spiele ich Harmonika. Kann Ja. man sich anschauen. Ich mache weiter mit einer Schicht Barbecue-Soße. Man könnte jetzt vielleicht auch noch andere also Gewürze ins Spiel bringen. Bisschen trocken, Gewürze, so ein Wrap oder so, könnte ich mir vorstellen, aber ich pinsel jetzt hier mal die Oberfläche vom Knödelteig ein. Und übrigens noch eine geniale Geschichte aus Knödelteig, das sind unsere, wie heißen es denn gleich wieder, Was denn? diese Knödelkrapfen. Die Kartoffelkrapfen. Kartoffelkrapfen, müsst ihr euch unbedingt anschauen, ist frittierter Knödelteig mit Gewürzen drin, habe ich in einem Wirtshaus bekommen als Beilage serviert. Genial. Und mal flott nachgemacht. Könnt ihr auch Gewürzmischungen aller Art verwenden. Und es haben schon viele Zuschauer nachgemacht und mir positives Feedback hinterlassen. So. So. Gut, dann geht es weiter mit Käse ist es. Wir nehmen immer Gouda. Kameramann, bei uns kommt, naja, manchmal auch Das Bergkäse, stimmt ja. nicht, Aber weil Parmesan kommt ja, öfters zum Logo. Zug und du isst ja als Midnight-Snack mal schnell so ein Mozzarella-Bällchen. Ja, wobei, aber der Gouda ist so ein Hauskäse, oder? Der wird auch für die Pizza gern verwendet. Jetzt lenk mich davon ab, dass du nachts einmal aufstehst und ein Mozzarella-Bällchen isst. Jetzt Aber pst. nicht die Mini-Bällchen, sondern normale Ballen eigentlich. Ja, jetzt hör halt auf. Das interessiert doch die Zuschauer. Das interessiert dich total. Da hier weiter geht's im Programm.
Ich belege mit Frühstücksscheiben. Frühstücksspeckscheiben. So. Nein, ich habe einmal 125 Gramm im Rezept angegeben. Schaut euch das mal an, das verlinke ich euch unterhalb des Videos. Hey, schau mal das hier an. Die habe ich in Prag geklaut. Da wird es jetzt echt Zeit, dass wir wieder mal nach Prag fahren. Ja, du hast recht. Gell? Ja. Und ein schönes Beef Tartar. Beef Tartar, ja. Oh, das verlinkt man auch. Muss man nicht nach Prag fahren, kann man sich auch selber machen, aber trotzdem mal schön, wenn man wieder einen Ausflug macht. So. Ich drück's noch ein bisschen platt. Den Bacon magst du aber schon noch drauf tun, da, oder? Okay. Logo, entschuldige bitte. Ja, das passt schon. So. Auf geht's, Madel und Burm. Und jetzt werden wir das einmal hier ordentlich einrollen mit Hefe. Dafür ist diese Folie da. Ja, Logo, und dann pippt's auch nicht. Ah, ja, okay, es ist eine brutale Geschichte hier. man hätte vielleicht da ein wenig aussparender werden sollen. Aber mein, da muss man halt improvisieren. Oder das geht dann schon letztendlich, gell? So, und wenn da ein wenig was rausspitzt, dann stört uns das doch null. So, das wird jetzt das Schöne, ha? Kameramann, da bist du begeistert, oder? Von meinen Künsten hier. Schaut witzig aus. So, jetzt haben wir das schön eingerollt. Jetzt kann man es schon aufs Brett rollen lassen. Das pippt dann nicht mehr so. Jetzt haben wir eine schöne Roulade. Aber bricht das hier nicht auf? Nein, kann sein. Aber den werden wir schon her. Gell? Bringen wir es noch ein bisschen in Form. Das ist schön gleichmäßig ist. Ja, der, also wie gesagt, es gibt so Knödelteige, die muss man wirklich gut vorkneten. Da würde das nicht gehen gleich aus der Packung raus. Ja. Aber das ist gerade noch drin jetzt. Und jetzt passt auf. Jetzt schneiden wir hier mit einem scharfen Messer, dass man auch den Bacon gut schneiden kann, so Rollen runter. Aber ich glaube, die kannst du mal gleich wegschmeißen. Na, ja. Ja. Na gut. Die erste ist immer ein bisschen Ausschuss. So, und jetzt nochmal schön durchgleiten lassen. Und die wird schon besser. Den esse ich. Gell? Mhm. Ist ja klar. So. Du musst jetzt aber nicht alle filmen, wie du die. Nö, die lege ich jetzt hierher. Mhm. Schaut's her. Mhm. Ja, schön. Machst du ein Foto noch, damit wir schön Rezeptbilder noch haben? Ja, mache ich. Gut. So, jetzt haben wir sie schön hier. Man kann sie auch, das erahnt man schon, vorbereiten, ja, diese Rolle, und dann bei Bedarf was abschneiden. Oder wenn später noch ein paar Gäste dazustoßen oder man nicht gleich so viel benötigt, kann man das noch in Frischhaltefolie einpacken und in den Kühlschrank geben. Und jetzt werden wir diese wunderschönen Bacon Puffer Rolls auf der Plansche braten, grillen. Gell? Machen wir jetzt. So. Ah, Kameramann, bitte hol mir ein Küchentuch, weil dieser Knödelteig, der macht mich fertig hier. So, dann geben wir doch ein bisschen Rapsöl hier auf die Plansche. Tü, tü, tü. So. Und die. Und die Bacon Puffer drauf. Das wäre gut, Kameramann. Sehr gut. Ein bisschen Öl noch hier. Ja. So. Legt euch auch sowas zu. Nicht schlecht. Sollen wir es mal unten unterhalb des Videos verlinken? Ist ganz praktisch, gell? Jetzt lassen wir sie halt von beiden Seiten ein paar Minuten anbraten, bis alles schön goldgelb und der Speck schön knusprig ist, die Zwiebeln eine schöne Farbe haben. Und dann sind sie schon fertig und wir können probieren. Nach ein paar Minuten sieht man da schon, gell, Kameramann, dass da unten ein bisschen so bräunlich wird. Und jetzt muss man da mit so einem Werkzeug so, wie man das halt so macht, gell, wie es halt immer so geht, da ist er drunter. Oh, oh, oh. Ja, oh, oh, oh. So. Und dann, bam,
Passt. Sehr gut. Nice. Und es riecht auch schon geil nach Speck ja, und also Zwiebeln. Ja, also das ist immer gut. Das schmeckt jedem. Ich sag nur ja, nicht jedem. Speck, Zwiebeln und Bier. Am Vegetarier schmeckt es nicht. Ja, Speck, Zwiebeln und Bier, sagst du. Gut. Nur Vegetarier können sich das ja gerne mit Auberginen und ja, Logo. Machen. Logo. Das ist ja nicht verboten. Nee. Man muss halt einfach ein bisschen gestresst darf man nicht sein, ja. Ja, für mich wäre es nichts. Und noch schnell, na, wobei das geht schon. Mein Gott, der halt jetzt, der ist ein bisschen widerspenstiger. Aber im Endeffekt geht's schon. Gut. So, da. Was ist zur Hitze zum Sagen? Vollgas geben? Ja, wenig, wenig. Also ich habe jetzt hier meine Brenner, schaut's her, hier diesen und diesen auf halb. Ja, halbe Hitze bei 180 Grad ungefähr. Ah, ich habe 150 Grad gelesen. Nein, 100. In der Küche operiert hast. Der ist auf 150. Ja, da habe ich halt einmal aufgemacht. Ach so. Aber am Anfang war da schon auf 170, sage ich mal, gell? Okay. Und auch gut mit Öl dann, gell? Auf der Plancha, ja, da kann man, das ist halt anders als bei der Pfanne, weil da sind halt da so Löcher, da läuft das Fett runter. Aber das geht schon. Und jetzt nochmal 5 Minuten, 10 ja, Minuten. Genau. Ich komme aber da auch nicht gescheit hin, muss ich sagen. Der Grill steht so. Ich komme vor wie so eine Grobmotorikerin gerade. Warte mal, ich muss so ein bisschen drehen. Ich stelle mich auch an. Die Balkenpuffer, die brauchen noch ein bisschen jetzt und ich nutze die Zeit, um ein kurzes Fazit auszusprechen. Zum einen sind sie preisgünstig, sie sind schnell gemacht, sie sind wunderbar schnell vorbereitet und man kann sie sehen wie eine Pizza, wo der Belag ja auch variabel ist und genauso kann man das hier handhaben. Ihr könnt nach Lust und Laune belegen, schreibt mir gerne eure Ideen unter das Video. Und man kann auch die Soßen verändern, ja. Es muss nicht die Barbecue-Soße sein, es könnte auch Ketchup sein. Oder Kameramann, bitte. Ja, ich mag auf alle Fälle meine eingelegten Jalapenos da drin sehen als nächstes. Ja, Mal. Jalapenos, Paprika könnte man verwenden, ja. Wobei die Jalapenos, die kann ich jetzt auch nur, mit denen kann ich garnieren. Jetzt im Nachhinein auch noch. Und es ist eine gute Resteverwertung, damit man den Knödelteig, wenn er übrig geblieben ist, natürlich auch noch anderweitig einsetzen kann und ein bisschen abwechslungsreicher noch genießen kann. Schaut, der Käse schmilzt schon hier, da brutzelt es, da ergeben sich natürlich wunderbare Situationen. Gell? Soll ich mal einprobieren? Ja. Gut. Einen von den vorderen. Ja, einen von den, die nicht so die schön. Die schauen schon grosser aus vorne. Die dann, den nehme ich. Okay. So. Weil dann kannst du von den anderen noch schöne Fotos machen. Ich esse den, der nicht so schön ausschaut. So, machen wir hier noch zu. Also Dufttest schon mal echt bestanden. Dann haben sie schön flauschig und außen hat man was Knuspriges, wie das halt typisch bei Kartoffeln. Das Ding wird heiß sein. Puffern so ist. Ja, danke. Das wird mega heiß sein. Danke, Kameramann. Ah, ich darf dich übrigens nicht mehr Kameramann nennen, weil das respektlos ist. Ich bin der Kameramann. Wir müssen privat und beruflich trennen, liebe Zuschauer, das geht nicht anders. Jetzt wird es heiß sein. Nicht? Oje, oh oje. Oh Also ihr habt hier wirklich das Knusprige eines Kartoffelpuffers innen, das Flauschige eines Knödels, was es ja im Endeffekt ist. Dann haben wir den angebratenen Speck dabei, Käse geschmolzen und knusprig. Diese Kombination ist einfach mega lecker. Und wir haben ein bisschen Geschmack von der Barbecue-Soße noch dabei. Was soll ich da jetzt noch mehr sagen, außer ausprobieren? Zwiebeln hast du vergessen zu erwähnen. Die kommen auch noch dazu. Eine kleine Knoblauchnote wäre vielleicht auch noch möglich. Und dann ansprechend mit Petersilie garnieren. Und diverse Dips kann man auch noch reichen. Es ist unglaublich. Vielleicht kann man auch noch mit Ei. Keine Ahnung. Liebe Zuschauer, denkt ihr noch ein bisschen drüber nach. Schreibt mir gerne eure Ideen und das Video in die Kommentare. Ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich blende euch was zum Abonnieren ein, die Glocke aktivieren, damit ihr informiert werdet, wenn wir wieder am Start sind. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Kann ich jetzt auch ein Stück haben? Okay, oder? Na gut.